Hallo liebe Dave-the-Diver-Freunde, hier sind wir wieder mitten im Sturm und wir wollen natürlich wieder ins Wasser springen. Wir haben noch einige Sachen zu tun auf unserer To-Do-Liste. Wir haben zuletzt ganz gut Geld verdient, wie man hier sieht. Mal schauen, wie sieht es denn hier eigentlich mit dem Cookstar aus? Oh, ein Tengoshi hat geschrieben, entgifteter Kugelfisch ist einfach das Beste. Ja, wäre nicht entgiftet, wäre es jetzt nicht in der Lage, das zu schreiben. Aber okay, was haben wir hier noch? Oh, der Direktor Bang hat geschrieben, 2501. Mir ist gerade die Gedanke zu dir gekommen, bereitet auf meinen nächsten großen Einfall vor. Ich habe Angst, okay. Oh, Otto. Nachdem ich mit der Arbeit auf der Farm angefangen habe, bin ich fast am Verhungern. Okay. Streamings. Sieh mal, ich esse Tiefseefisch-Sushi. Das letzte Mal, okay. Okay. Wie sieht's hier aus? Bester Geschmack. Warum kriegen wir das eigentlich nicht? Was muss man dafür machen? Komisch. Bester Geschmack. Das haben wir noch nicht. So, beim Duffs können wir jetzt noch irgendwas upgraden. Das Scharfschützengewehr. Aber wir bräuchten noch Amethystherzen, dann könnten wir das Ding noch verbessern. Und irgendwelche Sternkugelfisch-Giftsäcke. Gut. Marinika, wie sieht's hier aus? Wir müssen mal kurz schicken, ob sie was Neues. Was ist denn eine Seekröte, verdammt? Ein dunkelbrauner Fisch mit einem großen, runden Körper, einem runden Schwanz und vielen Stacheln. Er ist 30 cm lang, wird an kontinental hängen, von bis zu 2400 Meter Tiefe. Okay, läuft auf seinen Flossen umher. Aha. Auch interessant. Okay. Die Tour ist doch immer voller Wunder. Und lässt sich immer bekloppte neue Sachen einfallen. Also die meisten Tiere, die es ja hier gibt, gibt es wirklich. Das ist schon cool, finde ich so was. Oh, da haben wir was Neues. Achso, der atlantische Seeteufel. Er nutzt den Strahl auf seinem Kopf, um kleinere Fische anzulocken und zu fressen. Er frisst fast alles, was ihm in den Tiefen begegnet und besitzt trotz seines hässlichen Aussehens sehr weiches Fleisch. Ja, das freut mich. Für die Leute, die das essen wollen. Ich nicht. Okay, was gibt's hier? Was Neues? Neue Musik? Oh, es gibt neue Musik. Aha. Das ist die Tiefseemusik. Das ist die Farmmusik. Farming. Yeah. Okay, nice, nice. Okay, dann bevor uns hier weiter ablenken lassen. Wir müssen einfach mal ins Wasser heute. Morgen haben wir auch nochmal ein Event. Dann können wir nochmal richtig viel Geld verdienen. Eine Bitte des Seevolks, ja. Der Dreizahn-Kugelfisch. Vielleicht gibt es ja auch einen Vierzahn, einen Zweizahn, man weiß es nicht. Plopp. Da ist er wieder, wie eine junge Robbe. So, was haben wir hier? So, können wir einen Seeigel mitnehmen. So, haben wir hier schon mal einen Boost. Plus 4 Harpunenschaden. Na gut. Was haben wir hier eigentlich? Oh, ouch! Miststück. Oh, eine unechte Karettschildkröte. Was, wo, was, hä? Ein Bild einer Schildkröte ist einfach ein Muss. Ja. Alles klar, Zeit für ein Foto. Wo? Wo sieht er das? Ich bin vergiftet, aber gut, wir machen ein Foto. Aber wo denn? Ach, da. Ach, wie süß, eine Gerätschildkröte. Ist aber nicht... Quallenverspeisung, was? Achso, ich hätte warten sollen. Jo, wir sollten warten, bis sie die Qualle isst. IGD ist sowas? Oh, eine Karettschildkröte, süß. Hallo, Kröti. Okay, das ist ja interessant. Wir müssen auch diesen komischen Papageienfisch, also wir müssen irgendwie auch nochmal zu diesem Bootsfrank. Solange er sich aufbläst hier, ne? Nochmal was ausprobieren. Eigentlich müsste die Luft bei ihm rausgehen, aber... Okay. Er bläst sich hier immer auf. Was ist mit dieser Qualle jetzt eigentlich? Die ist jetzt nicht für mich zu benutzen. So, den haben wir. Ein Sternkugelfisch. So. War nur zur Übung.
blaue Muschel. Wir haben ja die Waffe aufgewertet, die wollte ich mal ausprobieren. Ist hier unten noch irgendwas Interessantes? Hier haben wir nochmal Waffen. Was haben wir hier? Flammenharpunenspitze. Okay. Die haben wir auch noch nicht oft. Nochmal ein Segel hier. Oh, Moment. Eine Garnele. Ich habe eine Garnele gefangen. Juhu. Ja, diese kleinen könnte ich ja jetzt auch fangen, da ich das Netz habe. Was haben wir hier? Ah, okay. Das richtige Wetter fürs Spiel hier draußen. Regnet es gerade in Strömen. Da wird man auch ein bisschen nass. Okay, aus dem haben wir die Luft rausgelassen. Okay, die macht ja schon ordentlich Bums. Oh, was will der hier was von mir? Jetzt nicht mehr, mein Freund. So, was haben wir hier? Oh oh. Okay. Soll ich mich mit dem anlegen? Ich habe keine Patronen mehr. Shit. Lass ihn vorbeischwimmen. Oh, nee, nicht schon wieder Papageienfisch. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ein Barracuda. Ich muss eigentlich zu diesem Seevolk-Gedöns. Luft, Luft, Luft! Sehr schön. Was war das nochmal? Ich glaube, hier müssen wir hin, oder? Das ist gut. Ach, schöner Barracuda. Ah, sehr schön. Moment, den nehme ich aber mit hier, Freunde. So, hier können wir nochmal komplett auftanken. Kurz abwarten. So. So, Kochzutaten. Auch sehr schön. Was ist drin? Oh, Katzenfutter. Das ist gut. Da können wir unser Kätzchen wieder füttern. Was haben wir hier drin? Ah, das haben wir ja schon mal. Okay, brauchen wir nicht nochmal. Was haben wir hier? Fragmente, okay. So. Nochmal ab in die... Oh, nee, nicht schon wieder so einer. Oh. Naja, gut, wir können es ja mal versuchen. Oder geht er uns aus dem Weg? Wenn er uns aus dem Weg geht, tue ich ihm auch nichts. Oder nochmal dieser Kartenraum von diesen... Ah, hier ist das. Ah, okay. Gut, dann müssen wir da nochmal hin für unsere nächste Mission. Was haben wir hier drin? Oh. Eine Bombenfalle mit Sensor, mein Freund. Okay. Dann können wir den ja doch erledigen. Ah, da ist er ja. Hilfe, Hilfe. Na komm doch, Weichling. Oh.
durch den Tintenfisch der Dusselherz ausgelöst. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Dämlicher Tintenfisch hat sich geopfert. Okay, der hat uns jetzt aus den Augen verloren. Das ist schon mal gut für uns. Ich schwimme mal hier rein. Zur neuen Region. Okay. Hier soll man ja irgendeine Steintafel finden für die Hochzeit von so einem. Moment mal, warum sind da so viele Fische? Hä? Oh, ja, okay. Ja, normalerweise waren hier nie Fische drin, das stimmt. Ja, okay. Ein Barracuda. Shit. Okay. Ah, ich kratze mich doch an. Jetzt ist er tot. Okay, das Gift hat gewirkt. Klingt aber leicht bedrohlich hier die Musik. Ein Seepferdchen. Schwappdi, ein Giraffenseepferdchen. Juhu. Was soll ich damit jetzt machen? Ich habe eine Giraffe gefunden, die klein ist. Oh nein, nicht schon wieder ein Hai. Oh, da liegt was. Ah, shit, wir haben gar nicht so viel Luft. Komme ich da hin? Hm, das ist wohl die Platte. Ich sollte sie zum Schrein im Dorf des Seevolks bringen. Ja, ja. Okay, das ist wie dem Hochzeitslied. Und dann verpissen wir uns hier einfach mal ganz unauffällig. Wir legen uns gar nicht erst mit dem Heiler an. Ah, ich brauche euch gar nicht. Ich hab genug Fleisch. So. Ihr Sushi-Fuzzis. So, haben wir schon wieder eine Mission, die wir abhaken können. Sehr schön. Okay. Ist der andere Hai hier noch in der Nähe? Ich hoffe nicht. So, nehmen wir noch ein bisschen Tang mit. Wir können nur eine Bombe zünden, aber... Ne. Brauchen es nicht unbedingt. Oh, nee. Diese blöden Tintenfische. Oh, ja, Gott. Ja, jetzt ist aber auch mal gut. Die sind immer auch fies. Meine Mupfel. Was haben wir hier? Hochwertiges Katzenfutter. Okay. Whisky-Katz, das Beste für die Katze. Was haben wir hier nochmal? Hier haben wir nochmal Luft, aber die brauchen wir jetzt nicht. Seetang brauche ich jetzt auch nicht. Blaues Loch. So, die Lampe haben wir an. Wir haben noch eine Bombe. Oh, was haben wir hier? Kann ich hier. Ja. Ein Seeengel! Juhu! Wir haben den ersten Seeengel gefunden. Der ist schon wieder. Au! Du Mistvieh! Also. Das ist eine Unverschämtheit. Oh, keine Munition mehr. Ah, eine Taschenlampe. Also so ein Hundesohn. Also. Miststück. Frechling, Unverschämter. Na, warte. Lass ich mir nicht gefallen. So, jetzt habe ich dich. Edge, lass jetzt davon. Friedliche Taucher anzugreifen. Nichts getan. Bist du für ein komischer Glubschfisch? So, Papa, hopp, hopp, hopp. Ist das eigentlich gesund, wenn die Gäste versiegiftetes Sushi essen? Naja, was soll's. Kriegen wir halt schlechte Likes. Oh. Er hat jetzt Brandschaden bekommen. Der hat aber fürs Haus. Was bist du? Ah. Knapp daneben ist auch vorbei. Mist, ich hab noch
dachte, gibt es noch mehr Seeengel. Aber ist der feuerfest oder was? Gibt's doch nicht. Also, das will ich jetzt aber. Jetzt. Mann, oh Mann. Was ist denn das? Eine Rotbrasse. Mein Gott. Die feuerfeste Rotbrasse. Interessanter Fisch. Ist das hier? Eine Schissbootschnecke. Naja. Wer sowas mag. Ich nicht. Oh, was schwimmt da? Was schwimmt da? Ein Seeengel. Da oben ist auch noch was. Na, komm. Noch ein Seeengel. Und hier eine. Nee, eine Schnecke. Naja, gut. Was ist das? Huhn. Na gut. Ja. Warum nicht der Ton? So, ich glaube, diese Seeengel sind weiter mehr unten. Und ab 150 Meter. Ach, sieht diese komische Barsch hier. Oh, das brauche ich nochmal. Ah, ich habe aber kein Abbaugerät hier. Gucken, ob das so geht. So, das Gummihuhn müssen wir mal liegen lassen. So ein aggressives Viech. Ich brauche nur einen. Au! Du blödes Miststück. So ein freches Viech. Sauerstoff habe ich keinen mehr. Okay. Was haben wir hier noch drin? Eine Lampe. Nee, die will ich jetzt nicht. Das ist ein Seil. So. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Eine Federkoralle. Hey, lass mich in Ruhe. Ja. Nimm das, du! Ich hab ein Gummihuhn! Du nicht! So. Da wird die erste Tigermarine mit einem Gummihuhn erledigt. Lass dir das leeres sein. Das ist schon crazy, aber was soll's. So, gehen wir mal nach oben. Mit unserer Beute nicht umsonst war hier. Ja, Gummihuhn. Normale Ausrüstung. Tada! Als Zutat verwenden. Och ne. Die tun wir ins Inventar, weil die können wir dann als Rennseepferdchen benutzen. Okay. Die Weißfußgarnele, die ist neu. Aha. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Katzenfutter, Schiffsbootschneckenrogen. Wer will denn Schnecken züchten? Naja. Katzenfutter. Wir müssen die Katze nochmal füttern. Okay. Blau gepunkteter Himmelsgucker. Das sind ja echt aggressive Biester, ey. Level 5 Titanrückerfisch. Das gibt nochmal ein gutes Geld. Level 2 Barracuda. Tigerboräne Level 3. Ah, so geht. Tschüss. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, oh, hast du ein Foto von etwas mitgebracht? Kann ich mal sehen? Ah ja, stimmt. Au, oh, eine unechte Grätschildkröte. Das Kind hat mich davon geträumt, die Meere auf dem Rücken einer Schildkröte zu erkunden. Ja? Natürlich werde ich in Wirklichkeit dabei ertrinken. Genau. Jeder hat dein Foto an prominenter Stelle platziert. Unsere Lesern wird es bestimmt gefallen. Na, danke. Oh, einen Bonus kriegen wir noch. Es gibt mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Ja, mach das. Okay. Achso, wir sollten auch mal irgendwas. Auch nicht die schon wieder. Die gibt aber auch nicht auf. Eine weitere stürmische Nachtkleider, die 47. Finde das Versteck von Klaus, verdammt nochmal, im Weißen Hai, damit ich es für immer beenden kann. Diese Bauch hat wirklich. Die gibt's aber auch nicht auf, ne? Naja.
Zeit für Rache. Oh, Mann. So, Moment. Wir wollten noch was gucken. Also, to do. Wir können das müssen wir noch machen. Das haben wir jetzt gefunden. Ah, da ist ein Hochzeitslied drauf. Aha. Okay, was kriegen wir da als Belohnung? 20 und 20. Okay, naja. Und was hat man noch? Davon haben wir jetzt eine gefunden. Oh Gott, das dauert ja noch ewig. Naja. Hier haben wir noch was Neues. So, was sind denn diese Seeengel eigentlich? Ein Weichtier mit einem durchsichtigen, zylindrischen Körper, flügelähnlichen Fortsätzen am gehörnten Kopf. Das ist 10 cm lang, kommt in etwa 200 Metern Tiefe in der Arktis und im nördlichen Pazifik vor. Aha, magst du sogar den Kalt. Und nährt sich von Phytoplankton oder kleinen Meerestieren. Okay, seltsames Tierchen. Aber was es alles gibt, ne? Und hier haben wir unser... Oh! So viele Seepferdchen gibt's. Oh, hier gibt's auch ein Megaseepferd. Okay, im Gletscherbereich. Wir haben ein Giraffenseepferdchen gefunden. Dieses Seepferdchen wird bis zu 10 cm groß, ist im Gegensatz zu seinem Namen nicht so groß wie eine Giraffe. Es ist kurz geraten, aber zumindest gemustert wie eine Giraffe. Also diese Zoologen sind auch alle ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich glaube, die haben alle Drogen genommen. Sobald die ein Tier irgendwie sehen und benennen dürfen, dann geht's los. Wollte ich hier noch? So, bei Duff können wir vorbeischauen. Wir können vielleicht ein Upgrade jetzt machen. Vom Scharfschützengewehr. Oder irgendwas hatte ich doch. Wofür ich die Amethystherzen brauche. Ah, genau. Wir können das jetzt boosten. Ja, okay. Ja gut, bis ich die Sachen alle habe. Ja. Oh, dann machen wir das stärker. Dann haben wir da zumindest mehr Bums. Oh je. Geht das wieder los? Ja! Wie eine Nixe. Ah, komm, nehmen wir mal. Waffenschmied. Waffe dreimal verbessert. Hey, wir haben eine neue Auszeichnung bekommen. Sehr schön. Ja, zumindest probiert er die Sachen auch immer im Wasser aus. Das ist ja vorbildlich. So, haben wir hier noch irgendwas? Die Marlin-Party. Okay. Die ist in einem Tag. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Ah, hier sind die ganzen Fotos drin, die ich mache, oder? Ah, ja. Und das ist cool, das Foto. Ja. Das ist das Beste, da sieht man gar nichts. Okay, das ist auch schön, ne? Okay, das ist auch nice. Aber irgendwas wollte ich noch nachgucken. Ach hier, Farm. Genau, unser Farm-Ding. Ah ja, wir können jetzt Reis ernten. Mhm. Okay, dann gehen wir mal zur Farm. Au, okay. Hier mal wieder. Was ist das? Unkraut. So, ich gebe wieder Dünger. So, erwartet einen Tag. Okay, das ist noch nicht fertig, aber wir können das zumindest das Unkraut jäten und es ist gepflanzt. Gut. Manchmal kann man hier... Aber wann kriege ich denn die anderen Kräuter hier eigentlich? Weil hier kann man ja noch mehr pflanzen, wie das hier aussieht. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal im Rang aufsteigen oder so. Country-Musik hier eigentlich, fällt mir gerade auf. Wir gehen mal in die Sushi-Bar. Gucken, ob Kätzchen da ist. Ah, da ist es ja. Können wir dich nochmal füttern? Komm, wir geben dir mal Hochwertiges. So. Momo sieht glücklich aus. Er ist normalerweise wankelmütig, aber die scheint er zu mögen. Ja, die Hand, die man füttert, ne, die beißt man nicht. Aber... Was denn? Stimmt etwas nicht? Er verschwindet jede Nacht. Das stimmt. Ich verstehe, vielleicht hat er einen neuen Freund. Keine Ahnung. Sag doch Bescheid, wenn du Momo nachts siehst. Okay. Ja, dann... jetzt miaut er? Okay.
So, haben wir noch was? Man kann seinen Restaurant mit das Telefon verwalten, das ist ziemlich genial. Ich kenne mich mit neuer Technologie nicht aus. Warum nutzt du nicht die Verwaltungs-App? Okay, ich dachte, ich hätte noch irgendwas zu sagen. In diesem Brei, den er da machen muss. Forschen können wir momentan nichts. So, Zutaten haben wir reichlich, wie es aussieht. Wir haben noch Katzen, das können wir jetzt nun auch noch reservieren. Wir haben hier noch Rang 3 Reis. Seetrauben haben wir noch ein paar, okay. Einmal noch, das ist nicht so viel. Okay, Personal, was können wir hier machen? So, die haben wir jetzt ja schon auf Level 7, auf Level 4 und jetzt auf Level 3. Was wird passieren, wenn wir den trainieren? Dann wird er auf jeden Fall beim Kochen besser. Hier ist das noch nicht erlernt. Erhöht die Anzahl der Teller. Okay. Kommt für 308, das machen wir mal. Das können wir uns leisten. Plum. So, und Carolina. Bringt das irgendwas damit, ja noch was zu machen? Füllt Wasabi auf. Okay. Das kannst du noch nicht. Die wird auch noch mal kochen. Ist jetzt unwichtig, aber sie können. Zur Not könnte man sie auch als Koch benutzen. Wird ein bisschen charmanter. Und schneller. Okay, machen wir mal. Wir müssen ja Geld auch mal investieren, das wir verdienen. Nicht immer nur für Videospiele ausgeben. So. So, das haben wir alles. Sushi-Set aus tropischem Fisch. Das können wir machen? Okay. Mal einmal machen. Okay. Das ist auch nochmal für Aroma gut. Geldflossen Thunfisch Shutoro Sushi. Okay, das jetzt nochmal. Vielleicht machen wir da Autokochen. Dann können wir noch was veredeln. Das haben wir nur einmal. Langnasensäge-Sushi. Wenn wir das veredeln, haben wir nur noch drei wahrscheinlich davon. Das ist ein bisschen schade. Tigerborellen-Sushi. Naja, wer will das essen? Gut, das machen wir mal auf die Karte. Den Rest überlegen wir abends mal. Haben wir noch was zu tun? So, Fische, weiß ich nicht. Boot. Kommen wir mal zum Boot. Wir müssen noch ein bisschen weiter angeln gehen. Wir müssen irgendwann mal Klaus finden. Ich finde dann, immer wenn ich tauchen gehe, finde ich aber diesen komischen Wirbel nicht. Wir sind jetzt am Nachmittag. Irgendwann mache ich da mal falsch, glaube ich. Besonders mit der Zeit für Rache. Na, nachts, also kann ich das nur nachts machen. Okay. Gut, dann werden wir das mal nachts machen. Mal sehen. Und wir müssen noch zum Bootswrack und den gehörnten Papageifisch finden. Wie auch immer. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge hier bei Dave the Diver. Und dann gehen wir wieder tauchen und stürmig im Meer. Stürmig ist auch draußen gerade, aber naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt immer schön trocken.